Das Zeitalter des Heiligen Geistes beginnt jetzt. Es ist das goldene Zeitalter, das jetzt auf die Erde kommt. Es gab das Zeitalter des Vaters, als Gott der gestrenge Vater war, der strafende Gott. Danach kam das Zeitalter des Sohnes. Das waren die letzten 2000 Jahre, das Fischezeitalter. Und es war eigentlich das Zeitalter des Sohnes und der Töchter Gottes, die durchdrungen wurden vom Heiligen Geist und erweckt wurden, eine bestimmte Aufgabe hatten auf der Erde, um die Menschen anzuleiten. Und jetzt beginnt das große, wundervolle Zeitalter des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist wirklich alles durchdringt, das heißt jeden einzelnen Menschen erfasst, unaufhaltsam, und erweckt in dir das, was deine wahre göttliche Natur ist, das Licht, der Lichtschöpfer, der du in Wahrheit bist. Komm und erlebe die Gnadengaben des Heiligen Geistes, die er in dir entzündet. Warum wissen viele Christen nicht mehr, was der Heilige Geist ist? Weil es uns nicht mehr gelehrt worden ist. Die Priester, denen wurde das Fach Mystik schon vor Jahrzehnten gestrichen in ihrer Priesterausbildung. Sie haben es selber nicht mehr gelernt, können es nicht weitergeben. Also ist es natürlich so, dass keiner von uns dies auch als Geschenk erhalten hat. Es war einfach nicht mehr drin in dieser Zeit. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist durchwirkt das ganze Universum mit dem ewigen Leben und ersetzt die Pläne Gottes um. Das heißt, das, was das Göttliche für das Universum entscheidet, wird in Aktion umgesetzt. Es ist die Aktion Gottes im ganzen Universum. Und alle Aufgestiegenen, alle Heiligen wurden vollkommen durchdrungen vom Heiligen Geist. Und erst dann konnten sie in ihre Lebensaufgabe eintreten. Also lass dich durchdringen vom Heiligen Geist und erfahre, was du wirklich auf dieser Erde mit der Kraft Gottes bewirken kannst. Das Christentum darf jetzt in dir wieder neu begründet werden, so wie es damals war am Pfingstgeschehen. Genau dort ist es entstanden, das tiefe Mysterium, der Kontakt mit den lichtvollen Wesen. Und das wollen wir euch gerne weiterschenken. Schaut doch vorbei in diesem wunderbaren Seminar, die Gnadengaben des Heiligen Geistes.